Erdbewegung, Bodenstabilisierung, Abbruch und Transport. Das sind die Hauptdienstleistungsbereiche des Bauunternehmens Maaßen. Bereits seit mehreren Jahren begleiten wir den Betrieb auf spektakulären Baustellen, berichten über neue Leistungen und Neuanschaffungen im Fuhrpark. Im Sommer 2020 wird es wieder Zeit für einen Blick hinter die Kulissen dieses etwas anderen Bauunternehmens. Ab 6:30 verlassen morgens die ersten Fahrzeuge das Maaßen-Betriebsgelände in Sindorf, westlich von Köln. 87 Mitarbeiter hat das Unternehmen aktuell beschäftigt. Verstärkung wird ständig gesucht. Der Fuhrpark umfasst unter anderem 50 Lastwagen und 14 Bagger. Erster Drehort ist für uns eine 3 Kilometer lange Autobahnbaustelle auf der A61. 4 Wochen stehen dem Team Maaßen für das Recycling, den Erdbau und die Feinplanung für die neue Fahrbahndecke zur Verfügung. Ein strammer Zeitplan. Im ersten Arbeitsschritt wird die alte Betondecke aufgenommen und in 2 Prallbrechanlagen zerkleinert. Die Brecher haben wir bereits in den vorangegangenen Maaßen-Kurzfilmen am Recyclingstandort Haus Forst vorgestellt. Die knapp 70 Tonnen schweren Anlagen sind mobil und werden bei Bedarf auch direkt auf der Baustelle eingesetzt. Bis zu 300 Tonnen Material können die Prallbrechanlagen jeweils pro Stunde verarbeiten. Der zerkleinerte Beton wird auf einer Seite der Fahrbahn gelagert. Nachdem bereits 20 cm Boden abtransportiert wurde, dient das Material als Unterbau für die neue Fahrbahndecke. Ein Bagger, eine Raupe und der Speeddozer sind für die Planierarbeiten eingesetzt. Der Speeddozer spielt bei der Feinplanierung seine Vorteile in Sachen Wendigkeit aus. Gerade mal 14 Meter stehen neben dem fließenden Verkehr als Arbeitsfläche zur Verfügung, wobei mehr als die Hälfte davon mit Baumaterial bedeckt ist. Durch die Verschattung der Bäume am Fahrbahnrand ist die Nutzung der GPS-Technik für die exakte Geländebearbeitung nicht möglich. Stattdessen setzt man auf eine stationäre Anlage als Signalgeber. Das Erd- und Tiefbauunternehmen Maaßen ist mittlerweile auf 4 Standorten tätig. Neu hinzugekommen ist im Frühjahr 2020 eine Kiesgrube. Das Areal dient zum einen der Gewinnung von Bergkies für Bauprojekte in der Region und zum anderen als Deponie, um den Aushub überwiegend von eigenen Baustellen im Umkreis unterzubringen. Neu ist der CAT 966M. Der schwerpunktmäßig in dieser Kiesgrube arbeiten wird. Mit seinen knapp 24 Tonnen Einsatzgewicht ist es der größte Radlader von CAT, der noch eine Straßenzulassung in Deutschland bekommt. Es ist der dritte 966M in der Flotte von Maaßen. Jens lädt an diesem Tag Bergkies. Um die 65.000 Tonnen sind hier seit März bereits abtransportiert worden. In die gewaltige Schaufel des 966M passen 4,5 Kubikmeter. Je nach Materialbeschaffenheit sind das bis zu 10 Tonnen Gewicht, die direkt auf LKWs oder eine Siebanlage gekippt werden. Großer Vorteil bei der Arbeit mit dem neuen Radlader ist die integrierte Waage. Das System speichert die erfassten Daten und übermittelt diese im 15-Minuten-Takt ans Büro. Hier dienen die Angaben später der Rechnungsstellung bzw. der statistischen Planung des Areals.
Auch kann eine Wiegekarte für die Lastwagenfahrer direkt von Jens in der Kabine des Radladers erstellt werden. Mit dem neuen Servicewagen ist an diesem Morgen auch Werkstattmitarbeiter Kassan vor Ort. 4 Werkstattfahrzeuge hat Maaßen insgesamt im Dienst. Beispielsweise bei zeitkritischen Brückenabrissarbeiten kommt es häufig vor, dass 2 der Fahrzeuge permanent vor Ort sind, um kleinere Reparaturen zügig durchführen zu können. Zudem hat dieser MAN-Bulli die BF3-Zulassung. Mit herausgeklappter Warntafel können damit die speziell geschulten Mitarbeiter die betriebseigenen Schwertransporte begleiten. Täglich findet schließlich mindestens einer dieser Transporte statt, um Baumaschinen an neue Einsatzorte zu bringen. Auch am Hauptsitz des Erd- und Tiefbauunternehmens Maaßen in Sindorf hat sich einiges getan. Auf 2 Etagen mit jeweils 140 Quadratmetern ist nach einjähriger Planungs- und Bauphase das neue Bürogebäude bezogen worden. Hier konzentrieren sich nun neben der Geschäftsleitung die Buchhaltung, das Rechnungswesen sowie die Bauplanung. Ebenfalls im Unternehmen integriert ist Marc Maaßens Frau Vanessa. Sie übernimmt jegliche administrativen Aufgaben. Mitarbeiter Alex ist als Bauingenieur in die Kalkulation und Abrechnung kleinerer und größerer Bauprojekte eingebunden. Am Computer werden mit neuester Software beispielsweise Geländemodelle erstellt, die per USB-Stick direkt auf die Baumaschinen übertragen werden können. Ein wichtiges Hilfsmittel ist heutzutage die Massenermittlung. Bis auf eine Genauigkeit von 5% können so schon vorab die zu bewegenden Mengen eines Bauprojekts geschätzt werden. Kaum zu übersehen ist bei Geschäftsführer und Unternehmensgründer Marc Maaßen die Passion für die Baubranche. Sein Schreibtisch wird gestützt von einem massiven Baggerlöffel. Vor 25 Jahren war dieser Löffel an Marcs erstem Caterpillar montiert. Geschätzt über 3000 Stunden hat er damit selber gearbeitet. Zurück auf eine Baustelle. Diesmal mitten im Stadtgebiet von Frechen. Hier wird eine Bahnbrücke erneuert. Doch bevor das neue 100 Tonnen schwere Brückenelement eingebaut werden kann, muss der alte Brückenkörper abgerissen und abtransportiert werden. Eine Terminarbeit mit einem knappen Zeitfenster. Maaßen arbeitet bei diesem Projekt zusammen mit dem Bauunternehmen Tillmann Tiefbau aus dem Sauerland. Tillmann übernimmt mit seinen Baggern das Beladen der Lastwagen und die Ausschachtung der neuen Fundamente. Das Team Maaßen ist für den Abbruch und den Abtransport des Bauschutts zuständig. Mit dem 5 Tonnen schweren Stemmhammer werden auch große Betonelemente auf ein transportables Format zertrümmert. Aufgrund der Erschütterungen, die der Stemmhammer hervorruft, muss auf umliegende Bauwerke geachtet werden. Zehn Lastwagen und ein Fendt mit Erdmulde sorgen für einen zügigen Abtransport des Bauschutts. Zwar ist die Straße gesperrt, jedoch müssen die Fahrer die Baustelle rückwärts anfahren. Hier sind die 4-Achser gegenüber den Sattelzugfahrzeugen im Vorteil. In Kürze setzen wir hier auf unserem YouTube-Kanal den Neuheitenüberblick und weitere Baustellenbesuche beim Erd- und Tiefbauunternehmen Maaßen fort. Im Einsatz zeigen wir dann den neuen 68-Tonnen-Bagger sowie eine Großbaustelle nahe Zülpich. Besucht für weitere Informationen zum Betrieb die Maaßen Internet- oder Facebook- und Instagram-Seite und abonniert unseren YouTube-Kanal, um die Fortsetzung nicht zu verpassen.